Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 14. Spieltag steht an. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren und das sage ich jetzt besonders, weil es das Derby ist. Bleibt fair in den Kommentaren, egal wie die Prognose ausgeht, egal was ihr da seht, bleibt fair, lasst anderen Leuten auch ihre Tipps und naja, jetzt viel Spaß auf jeden Fall beim Zuschauen. Los geht's. Nach der doch sehr erfolgreichen Anfangsphase in der Saison ist bei Werder Bremen etwas Ernüchterung eingekehrt. Jetzt ist man gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause wieder in der Pflicht, einen Dreier einzufahren. Zuletzt gegen Bayern hatte das nicht geklappt. Man unterlag den Münchnern knapp mit 1:2. Die erste Möglichkeit hier hatte Klaassen, die aber Rensing mit seiner Aufmerksamkeit parieren konnte. Dann dieser Fehler von Kaminski. Dann ging es schnell. Eggestein, Johannes Eggestein mit dem Abschluss und Rensing passt auf, ist da und badet den Fehler seines Verteidigers wieder auf. Der aufmerksamste Spieler in der Phase dieser Partie bei den Gästen. Ansonsten machte Bremen nach vorne hin eine durchaus gute Partie und sie störten immer wieder auch Fehler bei den Düsseldorfern. Das ist Osako, 36. Spielminute. Wieder ist es Rensing, der eingreifen muss. Patzte ja noch beim 0:1 gegen den ersten FSV Mainz 05. Hier machte er im ersten Durchgang eine richtig gute Partie. Werder Bremen war aber die bessere Mannschaft. Es fehlte noch das Tor. Düsseldorf war mit wenigen Akzenten nach vorne einfach zu harmlos. Jetzt wollten sie es aber besser machen im zweiten Durchgang. Zimmermann mit der ersten Flanke und die erste Möglichkeit gehörte auch den Gästen hier. Kevin Stöger aber mit einem doch recht harmlosen Kopfball. Jetzt wurde Bremen wieder stärker. Osako mit der Flanke und das Eggestein setzt sich ab von seinem Verteidiger und macht das 1:0. 53. Spielminute, sein 5. Saisontor. Super von Osako gemacht, bekommt da auf der Außenbahn den Ball, zieht dann zurück, bringt die perfekte Flanke und dann ist es eben auch nicht ganz so gut verteidigt. Eggestein ist einfach kalt und dann zur Stelle. 20 Minuten noch auf der Uhr. Düsseldorf wollte zumindest den Ausgleich. Das ist Hennings, der sich klasse durchsetzt und was für eine Parade von Pavlenka. Super Aktion von beiden Akteuren, aber eben Bremen im Glück. Knappe 10 Minuten noch auf der Uhr, etwas mehr. Osako wieder mit der Flanke, Klaassen verlängert und diesmal ist es der andere Eggestein, der das Tor macht per Kopf. 79. Minute, 2:0 für den SV Werder Bremen und das braucht jetzt so ein bisschen nach Entscheidung. Super von Klaassen verlängert und dann ist Eggestein wieder zu frei. Rensing aus kurzer Distanz ohne eine Möglichkeit. Doch Düsseldorf für Moral steht, insbesondere in Person von Luke Baki. Und der ist auch in der Mitte, wird von Stöger gesucht und gefunden. Und so stand es in der 84. Spielminute nur noch 2:1. 6. Saisontor für den Belgier, macht das richtig stark. Ist aber auch wieder viel zu frei. Friedel und Langkamp waren in der Verteidigung, weil Moisander und Veljkovic fehlten. Doch Kruse machte in der 90. Minute alles klar. Wieder ein Fehler bei Düsseldorf in der Verteidigung und damit das entscheidende 3:1. Und so konnten die Bremer sich endlich mal wieder belohnen. Über 90 Minuten die verdiente Mannschaft hier mit dem Sieg, mit den 3 Punkten in den Händen. Und Fortuna Düsseldorf muss dann in den nächsten Wochen vor der Winterpause nochmal ein paar einfahren, um sich da nicht zu tief reinzufuchsen unten in die Abstiegszone. Werder Bremen gewinnt zum Auftakt zum 14. Spieltag mit 3:1. Ob beim FC Bayern München jetzt wirklich Ruhe einkehren wird, das werden die nächsten Wochen zeigen. Jetzt am Samstagnachmittag sollte es im Derby gegen den 1. FC Nürnberg natürlich zu 3 Punkten reichen. Und jetzt ist man zu Hause in der Allianz Arena auch endlich mal wieder in der Pflicht, ein gutes Spiel abzuliefern. Defensiv standen sie weitestgehend kompakt, ließen von Nürnberg keine Angriffe zu. Aber nach vorne war es dann doch zu harmlos. Wie meist hier in dieser Situation, Thomas Müller zwar mit dem Kopfball, aber Bredlow machte das ganz einfach. Die Nürnberger haben ja am Montag noch 1:1 gegen Leverkusen gespielt und auch gezeigt, dass sie eben kämpfen und auch gut spielen können. Jetzt gegen den FC Bayern München waren sie darauf bedacht, nicht eine Abfuhr zu bekommen, wie schon gegen Leipzig oder wie gegen Dortmund. Die Münchner Fans waren trotzdem gut drauf, auch wenn die Chancen nach vorne relativ dürftig waren, an der kleinen Hand abzuzählen. Jetzt aber nochmal der FC Bayern München vor der Pause. Joshua Kimmich und Alaba im Zusammenspiel. Süle steht sogar schon in der gegnerischen Hälfte, heißt Nürnberg tief drin. Trotzdem dann mal dieser Spielzug und perfekt durchkombiniert zu Lewandowski. Der macht das Ding dann rein. Sein 8. Saisontor in der 47. Spielminute bringt dann die verdiente Führung für den Gastgeber. Und das war super gespielt. Werden wir gleich in der Wiederholung nochmal sehen.
Thiago Lewandowski, Lewandowski mit Goretzka im Doppelpass und dann ist der Pole eiskalt. Auch aus der kurzen Distanz ist dafür Bredlo dann nichts mehr zu halten, kriegt den Fuß nicht mehr rechtzeitig hinausgefahren und so stand es dann vor der Halbzeit doch noch 1:0 für den FC Bayern München. Hochverdient dieses Resultat und eben der Lohn, den sie sich dann auch hart erarbeitet haben. Der erste FC Nürnberg müsste sich dann für den zweiten Durchgang noch mehr einfallen lassen als diese defensive Kompaktheit, denn der Treffer ist jetzt gefallen, eben in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zum bittersten Zeitpunkt, den man sich nur als Michael Kölner hätte vorstellen können. Der FC Bayern München aber weiterhin darauf bedacht, nach vorne zu spielen, einen draufzulegen. Das ist Thiago Alcantara, macht es dann aber etwas zu eigensinnig. Erst ist das eine gute Aktion, aber Behrens ist dann da, klärt das im Zusammenspiel mit Robert Bauer, der war nach Sperre wieder dabei. Etwas über eine Stunde ist gleich von der Uhr und dann mal ein Eckstoß von der rechten Seite. Thiago, einer der auffälligsten an diesem Nachmittag, legt sich den Ball zurecht, sieht Rafinha, der kurz kommt und der spielt in der Mitte auf Lewandowski. Lewandowski kriegt den Ball zwar auf den Kasten, aber das ist kein Problem für Bredlo. Der wird eben dann nur auf sein Tor kullern. Und dann, wenig später, wieder der FC Bayern München. Klar, sie wollten unbedingt das 2-0, das sah man ihn an und in den letzten Wochen hatten sie ja wieder etwas mehr von ihrem Willen gezeigt. Denn der erste FC Nürnberg ließ das dann aber auch zu. Joshua Kimmich mit der guten Übersicht auf Lewandowski. Wieder Joshua Kimmich, Lewandowski leitet weiter. Goretzka hat nochmal das Auge für Thomas Müller. 2-0, 67. Spielminute und das war dann auch die Vorentscheidung. Fünftes Saisontor für den Münchner, der stand heute auf der rechten Außenbahn. Ribéry hatte sich ja leicht verletzt beim Spiel gegen Bremen. Dafür Gnabry auf der linken Seite, Müller auf der rechten Außenbahn. Und das war jetzt gut gemacht. Müller rückte eben auf die Außenbahn. Lewandowski in der Spitze und dahinter Thiago Alcantara, der wirklich ein gutes Spiel heute machte. Und dann gab es für den ersten FC Nürnberg einmal eine Offensivaktion. Die Nachspielzeit war schon angebrochen, war schon abgelaufen und dann war es auch vorbei. Es ist eine hochverdiente Pleite für die Gäste aus Nürnberg, die spielerisch einfach limitiert waren und dementsprechend zieht der FC Bayern München die nächsten 3 Punkte ein und dann werden sie oben eventuell nochmal angreifen können. Ist ja noch Zeit. Klar, das Derby ist immer eine ganz besondere und heikle Angelegenheit. Der FC Schalke 04 würde aber gerne dem BVB etwas in die Suppe spucken. Die Gäste von Lucien Favre hier wieder perfekt eingestellt. Eben ein bisschen zu ärgern, würde viel Kraft geben. Die erste Möglichkeit gehörte hier aber den Gästen, die mehr dazu taten, zu Beginn der Partie erstmal hier was spielerisch aufzubringen. Schalke konzentrierte sich erstmal aufs Verteidigen. Das klappte auch weitestgehend ganz gut, aber Standards konnten nicht gänzlich verhindert werden. Reus dann nach einer Viertelstunde von der rechten Seite. Piszczek kommt auch ran, aber Rudi ist aufmerksam und kann den Ball dann klären. Von Schalke kam nach vorne wirklich deutlich zu wenig. Und es war eine Frage der Zeit, bis hier eigentlich das Tor fallen müsste. Otschipka und Schöpf, dann Rudi in den Fuß direkt von Thomas Delaney. Der macht mit einer Körpertäuschung das Ganze nochmal scharf. Bleibt auf den Beinen, Vorteil gegeben. Paco Alcácer, Reus mit dem Abschluss. Aber dann war Sané dazwischen, keine Hand, alles richtig gesehen. 5 Minuten noch bis zur Pause und weiterhin Dortmund. Eigentlich hätte der Treffer jetzt wirklich fallen müssen. Es gab aber nochmal Ecke, weil Sané sich hier reinschmiss. Defensiv kompakt kann man das Spiel von Schalke definitiv bezeichnen, aber mehr war es auch nicht. Und etwas zu bröckeln kam sie dann nochmal vor der Pause. Zu dieser Möglichkeit die Gäste und zum verdienten 1:0. Axel Witsel in der 43. Spielminute mit seinem zweiten Saisontor. Steht per Kopf da, wo er stehen muss. Der Jubel ist dann etwas provokant gesetzt, aber die Schalker-Fans blieben weitestgehend ruhig, macht nur einige Andeutungen mit Fingern. Aber die Bierbecher blieben erstmal im Block. Trotzdem, das ist zu schwach verteidigt vom FC Schalke 04. Fährmann kommt dann so halb gar raus. Da muss er sich entscheiden, komplett oder gar nicht. Und so macht er es halb gar und wird dafür bestraft. 1:0 also für Dortmund. Und dann wacht er auch Schalke tatsächlich mal auf. Nabil Bentaleb ist das. Kann da nicht vom Ball getrennt werden, legt den Ball zu Konoplyanka und der erste Torschuss, der wirklich auf den Kasten direkt geht, wo Bürki mal eingreifen muss, ist dann doch relativ harmlos und aus deutlich zu spitzem Winkel
gesetzt. 0:1 also zur Pause die absolut verdiente Halbzeitführung für die Gäste. Der FC Schalke 04 müsste sich für den zweiten Durchgang nochmal etwas Besseres einfallen lassen gegen diese wirklich gut aufgelegten Dortmunder. Sie versuchten es jetzt, keine Stunde gespielt. Caligiuri mal auf Guido Burgstaller. Der kommt über die rechte Seite. Toprak aber ist da und dann klären sie es spielerisch. Toprak ersetzte den angeschlagenen Zagadou, der zuletzt noch gegen Freiburg ausgewechselt werden musste. Machte einen richtig guten Job. Etwas über eine halbe Stunde jetzt noch auf der Uhr, wenn man die Nachspielzeit dazu rechnet. Dann aber auch nur solche halbgaren Sachen. Oczipka mit der Flanke. Und Schippen ist das richtige Wort, direkt in die Arme von Roman Bürki den Ball hinein gelupft. 67. Minute, dann auch nochmal der BVB etwas gefährlicher. Brünn Larsen, Witzel und dann Paco Alcacer. Der war nicht unbedingt auffällig an diesem Nachmittag, aber konnte hier zumindest mal einen Torschuss setzen. Und ja, tatsächlich sitzt nicht jeder Schuss von ihm. Vielleicht Hoffnung für die Bundesliga. 20 Minuten noch auf der Uhr. Delaney mit diesem Superball auf Jadon Sancho. Aber dann ist Ralf Herrmann da und Ralf Herrmann ist eben auch ein starker Bundesliga-Keeper, ist stark und schnell genug unten, auch wenn das jetzt nicht der beste Schuss sicherlich war, den Sancho normalerweise drauf hatte. 10 Minuten noch knapp auf der Uhr und auch das ist jetzt etwas holprig gemacht von Dortmund. Da bringen sie sich selber in Verlegenheit. Der Abschluss aus der zweiten Reihe ist dann aber auch wieder zu wenig, um Roman Bürki da wirklich außer Kontenance zu bringen. Weiterhin 0:1, die Schlussphase lief und Dortmund konnte es jetzt normalerweise entscheiden. Witzel und Reus im Zusammenspiel. Marco Reus mit der Flanke, die ist super, die ist perfekt und Brünn Larsen macht da deutlich zu wenig draus. Das hätte die Entscheidung sein können. Es wäre logischerweise auch die Entscheidung gewesen. Zwei Tore von Schalke wären doch wirklich relativ unrealistisch gewesen. 90. Minute, Reus mit der Freistoßflanke erstmal geklärt, aber nochmal Brünn Larsen. Jakob Brünn Larsen an den Pfosten. Und dann kann es Schalke klären. 2 Minuten war noch auf der Nachspielzeit-Uhr angewiesen. Und die sollten jetzt nochmal ausgenutzt werden. Und Schipka über die linke Seite wird von Piszczek nicht mehr gestört. Die Flanke ist gut. Bentaleb gegen Bürki. Und dann nochmal Burgstaller. Und das war's dann in letzter Instanz. Um ein Haar hätte der FC Schalke 04 sich hier noch einen Punkt ergaunern können. Das wäre aber im Endeffekt nicht verdient gewesen. Bürki in dieser Szene macht er sich zum Dortmunder Helden und damit bleiben die Schwarz-Gelben weiterhin ungeschlagen. Schwimmen weiter auf der Erfolgswelle und über die 90 Minuten gesehen kann man auch sagen, das ist das verdiente Resultat. Das werden auch die Schalker Fans einsehen müssen. Sie taten zu wenig nach vorne. Die Elf von Domenico Tedesco war zu einfallslos nach vorne. Die Schalker Fans gaben trotzdem Applaus und sehen ein, Dortmund ist hier die bessere Mannschaft gewesen und so ziehen sie perfekt in die letzten Wochen vor der Winterpause ein. Bayer 04 Leverkusen tritt weiterhin auf der Stelle. Gegen den 1. FC Nürnberg wäre ein Sieg absolut Pflicht gewesen. Doch auch das schafften sie nicht. Am Ende bei einer Wasserschlacht stand ein 1:1. Gegen Augsburg jetzt zu Hause aber sollte dann unbedingt der Dreier her. Karim Bellarabi machte dann auch erstmal den ersten Schritt in diese Richtung. 4. Saisontor für den Rechtsaußen, 4. Spielminute und die Fuggerstädter wurden kalt erwischt. Bitter für die Elf von Manuel Baum, die bis dahin noch nicht wirklich in die gegnerische Hälfte reinkam und dann wurden sie hier gleich bestraft. Gutes Passspiel, dann wird Philipp Max zu einem Überfluss auch noch getunnelt und für Lute ist dann auch nichts mehr zu machen gegen diesen straffen Schuss eben. Sieht er den viel zu spät und so steht es dann nach gerade mal 4 Minuten 1:0 für die Gastgeber. Und sie drehten weiter auf. Keine 10 Minuten bislang von der Uhr. Dominik Kohr heute mit Arangis gut im Zusammenspiel. Volland leitet auf Kai Havertz. 2:0 und so einfach kann es dann gehen. 5. Saisontor. Letzte Spieltag schon gegen den 1. FC Nürnberg. Eben das Tor erzielt beim 1:1. Überragend gemacht mit dem Lupfer ins rechte Toreck rein und jetzt stand es eben 2:0. Der FC Augsburg in doppeltem Rückstand und ihnen fiel hier erstmal nichts ein, gegen die Offensivkraft von Leverkusen etwas anzurichten. Guter Abschluss dann auch von Havertz. Über die Qualität hat man sich lang und breit unterhalten, aber trotzdem kann man die immer wieder erwähnen. Das ist einfach super gemacht und nichts zu halten für Lute, der auch noch auf dem falschen Fuße erwischt wurde. Keine halbe Stunde gespielt, wieder Bayer 04. Leverkusen von Augsburg kam nach vorne wirklich gar nichts, aber Leverkusen machte es auch stark. Das ist Brandt. Julian Brandt wird nicht angegriffen. Das ist dann schwach verteidigt. Und das ist dann auch das 3:0. 5. Saisontor für Bellarabi. Doppelpack. Und damit war die Partie wohl
entschieden, auch wenn noch 60 Minuten zu spielen waren nach diesem Tor. Aber das, was Augsburg ablieferte, war nicht unbedingt Bundesliga-tauglich. Muss man so hart ausdrücken. Hier bekommt Brandt keinen wirklichen Angriff, keine Attacke der Verteidiger von Augsburg. Und dann ist Bellarabi da und hat auch die Schusstechnik, den reinzumachen ins lange Eck. Für Lute ist wieder nur Hinterherschauen angesagt. So stand es dann zur Pause 3:0, die absolut verdiente, auch in der Höhe gerechtfertigte Führung für die Gastgeber. Und für den FC Augsburg hieß es dann im zweiten Durchgang eigentlich nur noch Schadensbegrenzung. Und wie sah das Ganze aus? Erstmal weiterhin in der Verteidigung, und Bayer 04 Leverkusen hatte noch Lust, nach vorne zu spielen. Kai Havertz wird auch wieder nicht richtig angegangen. Spielt mit Julian Brandt hier einen guten Ball. Julian Brandt, Bellarabi, Kai Havertz und 4:0 in der 54. Spielminute. Und jetzt könnte es richtig bitter werden. Auch Havertz mit dem Doppelpack, nachdem es Bellarabi schon gelungen war. Und so waren wirklich alle Zweifel, wirklich alle Zweifel weggewischt. Auch wenn schon beim 3:0 eigentlich klar war, hier würde nichts mehr anbrennen. Und Leverkusen hatte ja in dieser Saison schon gezeigt, gegen Bremen, was sie nach vorne für eine Qualität haben, wenn sie dann mal effektiv sind. Ja, dann steht es eben auch auf der Anzeigentafel, auch gegen Gladbach 5:0 gewonnen im Pokal. Jetzt war es hier auch nur noch eine Frage der Höhe. Jetzt konnte sich aber endlich auch mal Lute auszeichnen. Der konnte einem eigentlich nur leid tun. Ihm ist gar nicht viel vorzuwerfen. Er bekam gute Schüsse aufs Tor, konnte dann kein parieren. Jetzt mal mit der ersten Parade und dann Volland im Zusammenspiel mit Lars Bender. Volland nochmal mit dem Abschluss und Lute konnte sich noch ein zweites Mal auszeichnen. Im Endeffekt stehen 4 Gegentore für Augsburg. Das sind auch absolut verdiente 4 Gegentore und Leverkusen hätte noch deutlich höher gewinnen können. Trotzdem, das war ein guter Auftritt von Bayer 04 Leverkusen und darauf lässt sich doch sicherlich in der Zukunft dann auch weiterhin aufbauen. RB Leipzig ist richtig gut drauf und das zeigten sie nicht zuletzt in der Bundesliga beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach 2:0. Eine gute Leistung reichte dazu, 3 Punkten. Und hier gegen Freiburg wollten sie den nächsten Dreier einfahren. Kampel auf Paulsen per Hacke und dann passt einfach alles perfekt. 0:1 in der 21. Spielminute. Bis dahin war es nicht unbedingt spannend. Beide Teams tasteten sich erstmal gegenseitig ab und das 7. Saisontor vom Dänen brachte dann erstmal die Erlösung. Und das war wirklich ein super Treffer. Da hat alles gestimmt. Kampel mit der Hacke. Paulsen feuert dann alles rein. Da werden sich die Freiburger eventuell noch an einen Treffer von Virinha vor einigen Jahren im Trikot von Wolfsburg erinnern. Der war vielleicht noch ein bisschen mehr im Winkel, aber das hier war ein absolutes Traumtor, das man nicht alle Tage zu sehen bekommt. Etwas über eine halbe Stunde gespielt. Weiterhin Leipzig am Drücker. Upamecano per Kopf nach Flanke von Brümer, der angeschlagen gegen Gladbach noch raus musste, aber hier wieder bei voller Kraft war. Der Kopfball ging dann aber doch relativ deutlich über den Kasten von Schwolo hinweg. Vor der Pause dann nochmal Leipzig. Die Elf von Christian Streich kam heute einfach nicht in die Partie hinein und dann war spielerisch einfach nicht viel zu machen. Marcel Sabitzer nochmal mit dem Abschluss gegen Alexander Schwolo. Super Rückhalt. Auch am heutigen Nachmittag wieder fährt er die Hand aus und kann die 0:1 Pausenführung für Leipzig erstmal in dem Ausmaße so halten. Was war jetzt im zweiten Durchgang los? Erstmal wieder das gleiche Bild. Die roten Bullen über die linke Seite, dann Werner per Kopf gegen Schwolo, aber der, wie schon häufig erwähnt, auch in diesem Beitrag immer wieder voll auf der Höhe. Knappe Stunde gespielt, wieder Leipzig, wieder Schwolo. Lukas Klostermann testet da den Freiburger Schlussmann. Die Freiburger mussten jetzt aufpassen, nicht frühzeitig hier den Bach runterzugehen, aber es sah allem anscheinend danach aus, als würden ihnen heute die Mittel dazu fehlen. 20 Minuten noch auf der Uhr und Sabitzer machte es dann im Endeffekt klar. Drittes Saisontor für ihn und die verdiente 2:0 Führung für RBL, auch eben in der Höhe. Geht das so klar? Die Freiburger Fans waren nicht damit zufrieden, aber sie werden einsehen müssen, Leipzig hat in dieser Saison eine überragende Qualität. Die legen sie hier an den Tag und wenn sie die eben auch aufs Feld bringen können, wie jetzt im Schwarzwaldstadion, dann ist wenig dagegen auszurichten. Die sind eben qualitativ super besetzt und das zeigen sie auch wieder an diesem Nachmittag. 5 Minuten vor dem Ende hätte es jetzt aber nach diesem Eckstoß nochmal spannend werden können. Eventuell, wenn der jetzt reingehen sollte, da kommt auch Dominik Heinz zum Kopfball, aber
Auch das war dann nicht mehr wirklich gefährlich. Freiburg muss sich geschlagen geben gegen überragende Leipziger. So muss man es einfach sagen, die eine klasse Partie ablieferten. Und Freiburg sucht sich dann in der nächsten Woche wieder einen Gegner auf eigenem Niveau. Und wenn sie sich dann wieder reinbeißen, wird es auch mit dem nächsten Dreier klappen. Heute war Leipzig einfach eine Nummer zu groß für sie. Doch recht überraschend konnten die Wolfsburger zuletzt gegen Eintracht Frankfurt 2:1 gewinnen. Strittige Schiedsrichterentscheidungen trugen ihren Teil dazu bei. Trotzdem war es eine gute Leistung der Wölfe. Und auch hier gegen Hoffenheim waren sie gar nicht so verkehrt in der Partie angekommen. Das ist Maximilian Arnold nach einer Viertelstunde mit der ersten Möglichkeit. Der Abschluss aus einer guten Distanz ist gar nicht verkehrt. Aber der Kopf von Adams kann da Schlimmeres verhindern. Doch der anschließende Eckstoß ebenfalls mit Gefahr im Verzug. Verhaag vertrat den gesperrten William und der Abschuss von Ginczek ist nicht schlecht, hätte auch gepasst, aber Baumann fängt den dann doch relativ einfach ab. Über eine halbe Stunde gespielt, dann auch mal Hoffenheim auf dem Weg nach vorne, Kramaric und dem hierbei im Zusammenspiel, Joel Linton und Kramaric völlig frei, das lässt er sich dann natürlich nicht nehmen. Sechstes Saisontor für den Kroaten, erfolgreich per Elfmeter gewesen beim 1:1 gegen den FC Schalke 04 und jetzt macht er hier die Führung. Für die Gäste kam so etwas aus dem Nichts, weil Wolfsburg die aktivere Mannschaft war, auch die besseren Möglichkeiten hatten, aber eben daraus zu wenig bzw. gar keinen Profit schlagen konnten. Joel Linton legt auf und Castells sieht dann aus der Distanz etwas unglücklich, aber doch im Endeffekt auch chancenlos aus. Die Elf von Julian Nagelsmann, also mit der Effizienz, die man an den Tag legen muss, wenn man auch mal mit dem VfL Wolfsburg in keiner schlechten Verfassung mithalten möchte. Auch das ist einfach mal gefragt. Und auch das ist einfach mal gefragt. Florian Grillitsch, erstes Saisontor. Und was für eins. 40. Spielminute, hängt den Ball oben rechts in den Knick. Bekommt einfach keinen Gegnerdruck. Trotzdem muss man den dann auch erstmal so reinmachen. Joel Linton per Kopf legt er auf. Und Grillitsch bekommt keinen Druck. Und hängt den Ball dann nicht perfekt in den Knick, aber geht dann doch relativ oben rechts rein. 0:2 also zur Pause. Hoffenheim konnte sich durch zwei abgezockte Torschützen mit dieser Führung in die Halbzeit retten, die nicht unbedingt verdient war. Doch sie wollten sich das jetzt verdienen. Die Sinsheimer wurden jetzt aktiver. Dem hierbei auf Kramaric. Der Abschluss von Belfodil aber abgefälscht. Kein Problem in dieser Szene für Kuhn Castells. Der VfL Wolfsburg macht ja keine schlechte Partie, aber der Treffer fehlte. Stunde jetzt gespielt, der Anschluss sollte langsam her. Gerhard auf Arnold und Mehmedi machte dann auch den Anschluss. Torschütze zum 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. Und hier macht er jetzt den Anschlusstreffer. Die Jubelposen sollten gar nicht zu lange hier vonstatten gehen in dieser Szene. Klar, die Jubelarie war groß, weil man jetzt wieder Hoffnung witterte, wieder am Punkt zumindest schnuppern konnte. Trotzdem das 1:2 erstmal ein wichtiges Fundament, jetzt noch mehr daraus schlagen zu können. Super Abschluss von Mehmedi, der hat einen klasse Schuss. Hier ist es mit ein bisschen Glück verbunden, trifft nur den Pfosten. Und so war die Hoffnung bei den Wolfsburgern wieder zurückgekehrt, zumindest für 10 Minuten. Dann wurde nämlich Hoffenheim wieder richtig gefährlich und setzte nochmal vorne nach. Joel Linton, Grillitsch und Ishak Belfodil mit etwas Glück, dass Castells den Ball nicht richtig erwischt, zum 3:1 und damit auch mit der Entscheidung. 72. Spielminute, die Partie war dadurch dann entschieden. Wolfsburg kam nicht mehr aus dem Knick, das 1:3, der erneute Rückstand in zweifacher Ausführung war zu hart für die Elf von Bruno Labbadia. Müssen sich hier den Spielern von Nagelsmann geschlagen geben. Nicht unbedingt verdient, aber effizienter gewinnt Hoffenheim hier in Wolfsburg mit 3:1. Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt, eine traditionsreiche Partie. Bei den Frankfurtern läuft es in dieser Saison richtig gut, aber zuletzt musste man sich enttäuscht gegen Wolfsburger 1:2 geschlagen geben. Hier hatte die Elf von Pal Dardai die bessere Anfangsphase. Sie gewann ja zuletzt bei Hannover 96 mit 2:0 in einer extrem souverän abgespielten Bundesliga-Partie. Und auch hier waren die Blau-Weißen besser dran. Plattenhardt über die linke Seite, hat zu viel Platz, bringt dann auch die Flanke, die kommt nicht schlecht. Und Lecky macht dann zu wenig draus. Der Kopfball ist wirklich harmlos gesetzt, geht deutlich über den Kasten hinweg. Kevin Trapp muss da nicht eingreifen, kann den locker ins Ausgucken. Aber was war mit Frankfurt los?
So viel war von der Offensivpower noch nicht zu sehen. Bislang 20 Minuten gerade mal vor der Uhr und die nächste Möglichkeit für Hertha. Ibisevic mit dem perfekten Ball auf Lecky. Der Australier mit dem nächsten Abschluss, aber Trapp ist da, kann den Ball parieren zum Eckstoß. Aus dem resultierte dann nichts. Aber 5 Minuten knapp vor der Pause dann auch mal Frankfurt aktiver. Kostic legt sich den Ball zum Eckstoß zurück. Da kommt auch einer kurz, wird angelaufen, der wird in die Mitte reingeschlagen. Jovic per Kopf testet Rune Jahrstein, aber der ist da. Mit seiner Länge kann er den ganz einfach aus dem Knick abfangen. Ansonsten war es ein gut platzierter Kopfball. So stand es torlos 0:0 zur Pause. Hertha zog sich in den letzten Minuten so etwas zurück. Das dürfte Pal Dardai in der Halbzeit angesprochen haben und dementsprechend sollte es wieder anders laufen. Aber die Partie verlor dann wirklich viel an Esprit und an Qualität. Das hier 20 Minuten vor dem Ende bereits mal Philipp Kostic. Die Fans waren trotzdem richtig gut drauf. Es war eine tolle Stimmung hier am Samstagabend. Zwei super Fangruppen mit starken Ultragruppierungen, die hier aber einfach nicht belohnt werden konnten mit einem guten Spiel. Dann aber mal diese Aktion. Selke auf Lecky und dann irgendwie das 1:0. Zweites Saisontor und irgendwie eine ganz komische Sache, ganz komische Angelegenheit. Von beiden Teams kam keine Torgefahr im zweiten Durchgang wirklich auf das Feld, bis dann mal diese Szene passiert. Und das ist dann die Heimeffizienz Hertha, die wir in der Vergangenheit eigentlich häufiger gesehen haben unter Pal Dardai in den letzten Jahren. In dieser Saison sah es spielerisch ja häufig besser aus. Im ersten Durchgang sah es auch noch durchaus ansehnlicher spielerisch gesehen aus, aber wenn man 1:0 führt, dann hat man wohl vieles zumindest richtig gemacht. Und jetzt kam sie nochmal 5 Minuten vor dem Ende. Lazaro geht da durchs Mittelfeld relativ einfach durch, bleibt auf den Beinen, sieht Arne Meyer und der macht dann die Entscheidung. 87. Spielminute, der zentral gesetzte Mittelfeldspieler mit der Entscheidung. Sein erstes Saisontor. Hertha BSC gewinnt hier am Ende mit 2:0. Frankfurt machte über die 90 Minuten gesehen noch weniger als die Hertha und versäumten es einfach, schläfrige Herthaner eigentlich hier zu bestrafen, aber die waren dann im Endeffekt so kühl vom Kasten, so aufgeräumt zweimal im zweiten Durchgang, dass sie sich dann doch irgendwie hier belohnen konnten. 3 Punkte also mehr auf dem Konto von Hertha BSC und Frankfurt steckt die zweite Niederlage in Folge ein. Ist man gar nicht mehr so gewöhnt bei Adi Hütte, aber trotzdem, dann wird es beim nächsten Spiel wohl wieder den nächsten Dreier geben. Hannover 96 verlebt aktuell nicht die beste Saisonphase in dieser Bundesliga und man ist seit Ewigkeiten auswärts ohne einen Sieg. Jetzt war es beim ersten FSV Mainz 05 auch nicht unbedingt wieder eine einfachere Aufgabe. Die haben nämlich zuletzt 1:0 beim Aufsteiger aus Düsseldorf gewonnen und zeigten da eine disziplinierte Leistung. Und die Gastgeber waren hier besser in der Partie. Keine 10 Minuten gespielt und schon wieder eine Möglichkeit. Boetius, Mateta, Albornoz ist dazwischen. Mateta setzt aber nach und trifft dann nur das Aluminium. Richtig starke Auftaktphase der Mainzer, die hier sich aber noch nicht belohnen konnten. Esser im kurzen Eck wäre wohl auch da gewesen. Eine halbe Stunde jetzt gespielt und dann Hannover 96 das erste Mal gefährlich nach vorne. Bobby Wood mit dem ersten Abschluss. Zentner rettet den Ball und bekommt ihn dann auch vor der Auslinie noch gepackt. Dann dieser lange Ball aber und von Wallacy verlängert und von Wood veredelt. 40. Spielminute 0:1. Viertes Saisontor und das war stark gespielt. Weiter Ball von Bakalots. Wallace verlängert und Bobby Wood hat einen super Abschluss und ist dafür verantwortlich, dass Hannover 96 mit 1:0 in die Halbzeit ging und jetzt bestand ja sogar die Möglichkeit, endlich mal wieder einen Dreier einzufahren. Doch es waren noch 45 Minuten zu spielen und Sandro Schwarz ist einer, der denkt sich für sowas dann noch eine richtig gute Sache aus. Und so sah es dann aus. Donati auf der rechten Seite, die Flanke von Mateta und Robin Quaison ist abgezockt, hält die Fußspitze rein und macht das 1:1. 60. Spielminute, die Partie war ausgeglichen. Die Gastgeber kamen mit viel Drang in den zweiten Durchgang hinein und konnten sich dafür jetzt auch mit dem 1:1 auszeichnen. Gute Aktion von Donati, der den angeschlagenen Brosinski ersetzte. Dann Mateta mit der Flanke. Die ist auch haargenau getimt. Perfekt gemacht. Esser sieht nicht ganz glücklich aus. Wenn er da rauskommt, muss er rangehen. Muss er rankommen. Aber Quaison ist da und erzielt den Ausgleichstreffer. Und jetzt wurde Hannover 96 in der Verteidigung kurzer Zeit konfus. Wieder ein Ball, wieder auf Quaison und Quaison
mit dem 2:1 die Partie innerhalb kürzester Zeit gedreht. Drittes Saisontor, also Doppelpack für Robin Quaison. Traf auch beim letzten Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Jetzt macht das zweifach. Und Hannover 96 extrem unaufgeräumt. Es war kein Abseits in dieser Situation. Da lassen die Hannoveraner viel zu viel Platz für den Ball in die Schnittstelle. Der ist natürlich auch gut gespielt, aber Quaison macht dann auch noch das Beste draus. Esser ohne Möglichkeit. Und was war jetzt noch los? Hannover hatte noch genug Zeit, aber viel kam nicht mehr. Sie streckten sich noch einmal, sie versuchten es noch einmal. Wenig kam bei rum. Jetzt aber nochmal in der 72. Minute. Maina mit der Flanke. Wallace, Albornoz und dann der Abschluss von Bakalorz, aber deutlich zu harmlos. Und letzten Endes blieb es dann bei diesem 2:1. Mainz steigerte sich in der zweiten Halbzeit nochmal erheblich und Robin Quaison mit seinem schnellen Doppelschlag entschied er diese Partie zugunsten der Gastgeber. Das 0:2 bei RB Leipzig ist sicherlich kein Genickbruch für Borussia Mönchengladbach, aber trotzdem trat da so ein bisschen die Enttäuschung und die Ernüchterung ein. Da hatte man im Spitzenspiel doch sicherlich mit einem Dreier zumindest mit einem Punkt gerechnet. Hier wurden sie dann gegen Stuttgart aber nach 3 Minuten direkt mal vorstellig im Strafraum und Lars Stindl mit seinem 3. Saisontor zur frühen Führung für die Fohlen heute in komplett Weiß spielen. Gute Anfangsphase, Strobel legt ab, Zakaria leitet weiter und Stindl ist dann eiskalt und hämmert den Ball aus kürzester Distanz mit links ins Eck rein. Da ist dann für Ron-Robert Zieler nichts mehr zu halten. Dann wurde auch mal Stuttgart vorne etwas frecher. Strobel mit dem Fehler, González und dann Gomez. Mario Gomez kann den Ball gut behaupten. Gentner mit dem Abschluss testet mal Jan Sommer. Der ist aber da, reißt die Arme hoch. Der war aber auch etwas zu zentral geschossen. Doch die Schwaben wurden jetzt etwas stärker. Nach dem 1:0 gegen Augsburg hier eigentlich gar nicht mit so wenig Vertrauen, Selbstvertrauen angekommen, aber das sah man eben nach dem frühen 1:0 erstmal weniger. Jetzt wurden sie mehr und mehr gefährlicher. González hier mit dem Abschluss, aber ohne Gefahr für den Schweizer Schlussmann bei den Gladbachern. 5 Minuten vor der Pause dann nochmal ein Abschluss, zumindest für die Fohlen. Florian Neuhaus probiert es da mal, aber Zieler ist auf der Höhe und kann den zum Eckstoß abwehren. Doch auch das war dann noch nicht die Halbzeit. Einmal kam Gladbach noch, nämlich wenige Minuten später. Stindl, fast so wie beim 1:0, nur etwas aus weiterer Distanz. Und jetzt konnte dann Ron-Robert Zieler auch reagieren bei diesem Schuss, der auch wieder sehr gut getreten ist, der wieder sehr gut gepasst hätte. Aber Zieler war dann schnell genug da. So stand es zur Pause nur in Anführungszeichen 1:0. Das frühe Tor von Lars Stindl war bislang das Tor des Tages zum Abschluss dieses Spieltages. Aber 45 Minuten Zeit waren ja noch für die Elf von Markus Weinzierl. Keine Stunde gespielt, jetzt wurde aber Gladbach wieder gefährlicher. Hacking hatte wohl nochmal appelliert, hier gerne die 3 Punkte mitnehmen zu wollen. Zakaria, Strobel und Strobel kriegt ihn noch ein zweites Mal auf den Fuß und macht das 2:0. Erstes Saisontor für den Sechser und das macht er stark. Setzt danach, hat er noch ein bisschen das Glück, dass ihm der Ball perfekt wieder auf dem Fuß serviert wird. Und so steht es dann nach 60 Minuten. 2:0. Da ist er viel zu frei, bekommt den Ball dann nochmal wieder. Baumgartl hat einfach Pech in dieser Szene, kann da nichts mehr machen und den trifft er perfekt per Volley und für Zieler nichts mehr zu halten aus dieser Distanz eben. Aber Stuttgart wurde jetzt noch etwas frecher. Erik Tommy wurde ja eingewechselt und wieder ausgewechselt. Davon war nichts mehr zu sehen. Der spielte hier gut und war nicht mehr so frustriert wie zuletzt noch. Erik Tommy sieht Beck und der gar nicht verkehrt mit dem Abschluss, trifft aber auch nur das Außennetz von Jan Sommer, aber der wäre wohl sonst auch da gewesen, zu weit dieser Schuss entfernt vom Tor und eben auch aus zu spitzem Winkel. Das war jetzt aber die Phase, wo Stuttgart das 2:1 hätte machen können. González nochmal, setzt sich da gut durch, Gentner und Gomez mit dem Abschluss, Elvedi kriegt den zwar durch die Hosenträger, ist aber noch entscheidend dran, ansonsten wäre er wohl auch aufs Tor gegangen. Aber er fälscht ihn eben ab mit dem Oberschenkel. Dann ging er am Kasten vorbei. Gladbach hätte auch nochmal die Möglichkeit gehabt, hier zu erhöhen. Hazard jetzt wurde gezaubert. Neuhaus konnte es nicht veredeln. Wird er sich persönlich sicherlich noch etwas drüber ärgern, aber das war jetzt keine hundertprozentige Tormöglichkeit. Und am Ende rüttelte es nichts mehr am Resultat. Denn Gladbach gewann mit 2:0, fährt die nächsten 3 Punkte ein und können sich nach der kleinen Enttäuschung gegen Leipzig wieder belohnen. Schlagen Stuttgart verdient mit 2:0 zum Abschluss dieses Spieltages.
Das war's auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo natürlich freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.